Hallo und herzlich willkommen bei Mietpartner, Maschinen für Bau und Garten. Heute haben wir uns mal in den Innenbereich verzogen, weil heute möchte ich Ihnen den Teppichbürstenreiniger vorstellen. Und Alfred, ich freue mich, dass auch du heute wieder mit dabei bist. Ja, ich auch. Bist schon ganz begeistert von dem Gerät, sehe ich. Ja, ich habe mir gerade schon Gedanken darüber gemacht, was kann man damit alles anfangen? Ja, also wenn ich an meine Mutter noch denke, die hat früher auf den Knien gelegen, einmal Wasser, Seife und dann wirklich mit der Bürste geschrubbt. Ja, ja. Im Prinzip macht das Gerät nichts anderes, nur wesentlich schneller, effizienter und mit wesentlich weniger Kraftaufwand. Ja. Und die Seife brauchen wir gar nicht. Im Normalfall unter normal verschmutzten Teppichen reicht es, wenn wir einfach nur mit Wasser arbeiten, ohne Reinigungsmittel. Ich sehe, da sind so ein paar wirklich hartnäckige Flecken unter Umständen, die mit Wasser weggehen sollen. Also man kann bei ganz hartnäckigen Sachen natürlich auch ein Reinigungsmittel einsetzen, sollte allerdings darauf achten, dass das nicht schäumt. Ach so, also nicht vorher so einsprühen. Ja, es gibt ja Spüli oder sonstige Reinigungsmittel, die man dafür gerne verwendet, die aber eine Schaumbildung haben. Ja. Das wäre hierbei etwas fatal, weil dadurch, dass wir eine permanente mechanische Reinigung halt eben haben, würden wir ein kleines Schaumbad damit entwickeln und das wollen wir ja eigentlich nicht. Also nach dem Prinzip einer Wurzelbürste, dann das Ganze nur maschinell, wird der Teppich gereinigt. Der andere große Vorteil bei diesem Gerät, es gibt sogenannte Sprühextraktionssauger. Das sind eigentlich die Teppichreiniger, die man überall im Handel zu mieten bekommt, wo halt eben Wasser über eine Düse auf den Teppich gesprüht wird, der Schmutz wird gelöst und gleichzeitig wieder weggesaugt. Der große Nachteil dabei ist, es werden große Mengen Wasser auf den Teppich gebracht, also der Teppich wird nass und bleibt für lange Zeit nass. Also solche Teppiche trocknen oft erst nach 3 bis 4 Tagen endgültig aus. Ja. Bei dem Gerät wird mit minimalstem Wasseraufwand gearbeitet, mechanische Reinigung durch die Bürsten dabei und im Prinzip kann man sagen, bei normalen Raumtemperaturen ist dieser Teppich nach 3 bis 4 Stunden trocken. Eine Frage habe ich noch. Wir haben jetzt ein sehr festes Material von Teppich hier liegen. Was ist mit anderen Teppichböden? Es gibt ja Schlingenteppiche, Hochflor und so weiter. Und ist das dann auch mit den Bürsten praktisch verwendbar? Wir grenzen jetzt gerade den Bereich des Gerätes sehr ein, weil wir nur von Teppich reden und weil wir das Gerät auch Teppichbürstenreiniger nennen. Es gibt zu dem Gerät, das ist gut, dass du das fragst, es gibt dreierlei Sätze an Bürsten dafür. Wir können also Flurteppiche machen mit einer sehr weichen Bürste, weil da würden wir mit dieser Universalbürste, die wir momentan drauf haben, zu viel rausziehen davon, den Teppich eher beschädigen. Ja, ja. Genau. Dann haben wir Schlingenteppich, so wie diesen, also ein robuster Teppich, das ist eigentlich so die handelsübliche gängigste Ware, wo wir mit den Universalbürsten arbeiten können. Aber diese Universalbürsten, die können wir auch einsetzen auf Fliesenböden, um diese sauber zu machen, um zum Beispiel die Fugen, die mit der Zeit dunkel werden, durch das Putzmittel und so weiter wieder aufzuhellen. Aha. Die Terrasse draußen, den Steinboden, kannst du damit sauber machen. Und im Außenbereich gibt es noch einen weiteren Punkt, was wir mit dem Gerät machen können. Ja. Es gibt den dritten Satz Bürsten, das sind sehr harte Bürsten. Mit denen können wir die Holzterrasse wieder reinigen, entgrauen. Erstaunlich, ja. Viele Holzterrassen werden mit den Jahren grau. Ja. Dann gibt es ein Mittel, was man auftragen kann oder halt eben auch nur mit Wasser. Das sollte man immer als erstes versuchen, ob das schon ausreichend ist. Mhm. Und damit bringe ich dem Holz wieder seine natürliche Farbe zurück. Jetzt zeige ich dir das Gerät mal. Es besteht aus mehreren Komponenten. Wir haben hier vorne einmal einen Frischwassertank, der mit dem eben besprochenen Wasser gefüllt wird. Ja. Über diesen Seilzug hier öffne ich im Prinzip ein Ventil und das Wasser läuft aus eigener Kraft auf die Bürste, verteilt sich da über mehrere Düsen und wird durch die Rotation der Bürste dann auf den Teppich aufgebracht und darin verarbeitet. Die Wassermenge spielt keine Rolle? Die Wassermenge justiere ich über einen Druck hier oben auf den Knopf. Aber diesen Tank sozusagen mache ich randvoll? Den Tank mache ich erstmal voll, genau. Da passen etwa 1,5 Liter Wasser rein. Ja, womit ich arbeiten kann. Auf der anderen Seite haben wir den Abwassertank. Das heißt, hier sammelt sich nachher das Schmutzwasser halt eben. Die Funktion ist relativ einfach. Ich nehme den mal gerade hier weg. Wirst du gleich sehen, wir haben hier vorne eine Metallleiste, die an einer Walze vorbeistreift. Diese Walze nimmt das Wasser und den Schmutz des Bodens auf, dreht sich halt eben langsam, das Wasser wird hier oben und der Schmutz abgestreift und läuft dann in diesen Abwassertank rein, wo es sich sammelt. Man kann hier vorne das Ventil durch Abschrauben lösen, dann siehst du das Ganze etwas besser.
Machen Sie auch. Alles zerlegbar hier, ne? Alles zerlegbar, um es nachher auch vernünftig reinigen zu können. Diese Metallleiste, nochmal, die liegt hier hinten auf dieser blauen Leiste sauber bündig auf. Die dreht sich halt eben langsam. Diese beiden äußeren Bürsten zum Reinigen, die arbeiten gegenläufig. Das heißt, die werfen das Wasser und den Schmutz immer gegen diese blaue Rolle. Die läuft halt eben langsam rund. Das Wasser und der Schmutz wird hier oben an dem Streifen abgestreift und läuft dann in diesen Abwassertank. Also ist das ein ganz geringer Abstand zur Rolle? Gar keiner, der liegt auf. Der liegt auf. Der liegt richtig auf. Der muss bündig aufliegen, damit das Wasser abgestreift werden kann. Aber es reicht dennoch, um das Wasser zu transportieren? Ja, natürlich. Dieser, wenn ich den jetzt hier reinmache, du siehst diese Federn hier oben, die drücken das Ganze auch hier bündig auf. Ach so, okay. Ich kann aber auch hingehen, und das ist das Wichtige dabei, wenn ich stärkere Verschmutzungen habe und das Wasser, was ich auf den Teppich aufbringe, länger nutzen will, dann hänge ich diesen Wassertank aus und lege ihn nur oben drauf. Das heißt, diese blaue Walze nimmt zwar das Wasser und den Schmutz auf, transportiert ihn aber jederzeit wieder runter zum Teppich. Also das Wasser ist nicht weg. Sodass ich das eingesetzte Wasser eben länger nutzen kann zum Lösen des Schmutz. Es gibt hier an der Seite noch einen Einstellknopf, mit dem ich den Druck nachher variieren kann. Aha. Den sollte man ruhig immer auf Maximum lassen. Die Höhe praktisch einstellen. Ja, der Druck, mit dem die Bürsten halt eben dann auf dem Boden aufliegen und arbeiten. Also, halt eben. Genau. Okay. Momentan, ich kippe das Gerät mal ein bisschen, momentan liegt das hier auf diesen Walzen, die dafür sorgen, dass die Bürsten nicht auf den Boden draufkommen. Wenn ich das Gerät nachher einschalte, werden die automatisch... Die werden eingefahren? Die werden sozusagen eingefahren. Das Gerät liegt nur noch auf den Bürsten auf. Aber du wirst gleich sehen, wenn das Gerät eingeschaltet ist und die Bürsten rotieren, dann ist das ein Schweben über den Teppich. Das ist auch kein Druck, es ist auch gar nicht schwierig, das Gerät. Also mit einer Hand kannst du den ganz leicht über den Teppich bewegen. Wie so ein Luftkissen. Wie so ein Luftkissen, genau. Und dabei wird permanent gebürstet. Ja. Und wenn du jetzt zugehört hast, was ich eben gesagt habe, die Bürsten laufen gegenläufig. Das heißt, dieser Flor wird einmal in diese Richtung und anderen mal in diese Richtung bewegt. Der wird also hin und her bewegt und dadurch richtig aufgewühlt und dann den Schmutz richtig gereinigt. Genau. Das Gerät kann man auch relativ einfach reinigen. Diese Bürsten liegen hier auf einer Walze, die ich nur rausdrücken muss. Einfach ist gut, da kommt sie schon. Ja. So. Und damit kann ich diese Bürste rausnehmen. Das ist die. Besonderen Tipp, wie ich die sauber mache. Die Bürsten an sich werden gar nicht großartig schmutzig, weil die ja permanent in Bewegung sind. Ja, ja. Aber hier in diesen Kanten setzt sich natürlich sehr viel Schmutz nachher ab beim Reinigen. Und das sollte man halt eben nachgetaner Arbeit immer mit einem trockenen Tuch einfach wegwischen. Mehr nicht. Also so lässt sich das mit beiden Bürsten machen und so einfach lassen sich die Bürsten auch austauschen für die eben genannten vielen Einsatzzwecke, die wir haben. Jetzt füllen wir das mit Wasser. Ja, gar nicht abwarten. Ja, ich merke es schon, ich möchte aber noch was zeigen. Ja, gerne. Wir sind beim Transport, du siehst, das Gerät ist etwa 1,60 hoch. Okay. Ist natürlich etwas schwierig, das so im Auto zu transportieren. Ja. Aber auch da gibt es einen einfachen Trick. Auch hier haben wir nur einen Stift, den wir rausziehen. Dann können wir den Griff abheben und das Gerät ganz einfach in den Kofferraum reinstellen. Gerät daneben, fertig. Passt in jedes Auto. Schützt hier Wasser rein. Du siehst, ich nehme einfach eine Gießkanne. Das geht am einfachsten. Ja, hat ja jeder im Haus, denke ich mal. So. Geht auch mit einem Eimer oder einem Messbecher. Das reicht dann schon aus, ne? Füllen wir mit Wasser. Klappe zu. Eingesteckt haben wir. Jetzt kommen wir eigentlich dazu, wie funktioniert das Gerät, wie schalten wir es ein? Da bin ich jetzt gespannt, Also zum einen haben wir eine Transportstellung. Wir haben eben von den beiden Rädern geredet, damit das Gerät nicht auf den Bürsten aufliegt. Richtig. Wenn ich den Griff gerade nach oben ziehe und nach hinten klappe, dann schaltet sich nichts ein. Er bleibt auf den Rädern und ich kann das Gerät bewegen, bewegen, transportieren, ganz genau. Wenn ich den Griff aber nach rechts bewege und dann nach unten klappe, schaltet das Gerät ein. Die Bürsten drehen sich. Ja, er steht noch auf den Rädern. Desto weiter ich jetzt runtergehe, umso mehr senkt er sich ab. Und da schwebt er schon. Und wir sind bei dem, was wir eben gesagt haben. Guck mal, wie einfach er sich bewegen lässt. Mhm. Ja, tolle Sache. So, im Moment sind wir aber nur am Trockenreinigen. Ja. Jetzt wollen wir Wasser dazugeben. Ja, natürlich. Das heißt, hier oben auf den Knopf drücken. Und dann machst du es nochmal. Wenn du vorne mal schauen magst, wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, da kommt Wasser. Ich sehe das, das sprüht da raus. So, und das wird jetzt im Prinzip hier verteilt. Mit der Rolle direkt. Genau. So, der Teppich wird jetzt nass, man sieht, wie er hier dunkler wird. Ja. Und die Bürsten starten ihre reinigende Wirkung.
Und wenn du jetzt mal hier schon reinschaust, oh ja. guck mal, was der da rausholt, ja, nach dieser kurzen Zeit schon. Ich mach mal gerade aus. Das ist ja kolossal. Guck mal, was der hier schon rausnimmt, nach dieser kurzen Zeit hier. Das ist ja Wahnsinn. Guck mal hier, so richtige Puffern hier, wie man sagt, das ist ja Wahnsinn. Das ist alles im Teppich drin gewesen. So, was du aber auch siehst, er nimmt das ganze Wasser schon wieder mit. So, und das will ich, aber ja eigentlich gar nicht. Ich will ja erstmal reinigen. Ja. Das heißt, ich mache mit dem Tank das, was ich eben gesagt habe. Einfach auflegen. Ich lege ihn nur auf im Moment. Ja, okay. Nur. So, jetzt kann ich das Wasser wesentlich länger nutzen, um den Teppich richtig durchzubürsten, zu reinigen. Das ist ja jetzt schon schwarz, das Wasser, ne? Das ist der Wahnsinn. Ja, du siehst, also sehr, sehr effektiv. So, wenn ich jetzt hingehen will und sage, ich will das Wasser aber auch wieder aufnehmen, damit der Schmutz da rauskommt und ich nicht nur verteile, muss ich natürlich auf der anderen Seite auch hingehen und muss den Abwassertank wieder einhängen. Aha. Damit er wieder an der blauen Leiste hier anliegt und das Wasser aufnimmt. Man kann hingehen und kann dieses Wasser, was ich auf dem Teppich aufbringe, etwas längere Zeit nutzen, um den Teppich zu reinigen, um das Wasser zu nutzen und den Schmutz zu lösen und nehme es dann auf, oder ich mache das in einem Gang, wie wir es am Anfang gemacht haben. Übrigens solltest du den Teppich, bevor du mit dem Teppichreiniger da dran gehst, immer absaugen mit deinem Hausaufschauer. Richtig schön gründlich absaugen, das ist wichtig am Anfang. Ja, sonst musst du diesen Schmutz ja auch noch alles mitnehmen, der da lose drauflegt. Ja, genau. Den hat man ja schon mal im Sauger drin. So, jetzt bin ich ein paar Mal drüber gegangen. Ja. Jetzt können wir ja noch mal gucken, wie es hier ausschaut. Oh oh. Ja, du siehst hier oben. Ja, ja, da lagert sich alles ab, was da an Schmutz ist. Das ist dieser ganze Schmutz, der sich da ablagert, das Abwasser, was wir hier drin haben im Prinzip. Ja. So. Richtige Schmuddelwasser. Aber schau mal, was du hier teilweise siehst. Ich meine, hier haben wir keine Haustiere. Ja. Aber wenn du Haustiere hast, zum Beispiel die ganzen Haare von Katzen oder Hunden oder das was, nimmt er alles mit auf. Nimmt er mit auf. Die sind auch dann weg. So, wo ist dein vielbesagter Fleck von eben? Du hast mich überzeugt, das ist weg. Ja, und so einfach. Es ist noch ein bisschen dunkel, das ist natürlich durch die Feuchtigkeit jetzt. Und das geht ja dann während des Trockenprozesses auch weg. Ja. Dann hält der Teppich auch wieder auf. Aber wie gesagt, das ist der eine Einsatzzweck. Du kannst also deinen Teppich damit machen. Ja, jetzt hier die lose Läuferware, wie wir sie hier haben. Ja. So, aber auch halt eben die Fliesen. Ja, ja, die Terrassensteine. Alles kannst du damit reinigen. Also vielseitig verwendbar. Es ist Ihre Wahl. Möchten Sie viel Wasser, teures Reinigungsmittel einsetzen, um Ihren Teppich zu reinigen, viel Wasser aufbringen, wenig wegsaugen? Oder wollen Sie, wie man es früher gemacht hat, nur heute in der mechanischen Form, wirklich mit der Bürste reinigen, den Teppich vernünftig sauber machen, ohne chemische Einsatzzwecke, nur mit Wasser? Dann sind Sie mit diesem Gerät bestens bedient. Und ich würde mich freuen, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.